Ein neuer Tag beginnt. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Die Mango macht sich so wunderbar. Ich habe sie hier stehen lassen, haben wir ja auch gesehen, eigentlich fast jeden Tag, glaube ich. Ne? Ja, der Neuaustrieb ist richtig cool, richtig kräftig, wunderschön. Wir hatten ja ein paar Probleme gehabt mit den Mangos und es lag also tatsächlich an der zusätzlichen Eisendüngung, die wir verdoppelt hatten damals, um mal zu gucken, was passiert denn wenn. Und das war tatsächlich zu viel, seitdem ich das wieder runtergefahren habe. Jetzt nur noch ein Tropfen auf 1 Liter Osmosewasser. Läuft es wieder richtig gut und die Pflanzen, ja, was soll ich sagen, freuen sich, erfreuen sich, genauso wie ich, wenn ich sie anschaue. Das kurz zu unserer Mango, da ist schon, ne? Das ist jetzt unsere älteste. Kräftiges Grün, richtig kräftig gewachsen, auch nicht irgendwie labberig oder so. Die steht also ganz stabil. Ich werde sie allerdings bald wieder rüberstellen, weil ich möchte ab und zu was anderes hier präsentieren. Aber jetzt eine Zeit lang konnten wir sie mal sehen, beobachten, wie die Blätter sich entwickeln. Das ist also wirklich eine richtig schöne. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ne? Nach wie vor bei 1000 Mikrosiemens aufgedüngt mit dem Compo-Complete und wie gesagt ein Tropfen Eisen dabei und es läuft richtig gut. Düngen sollte man die Mangos wann? Ja, spätestens dann, wenn der Samen vergeht, zergeht und dann sollte man auch nicht zu wenig düngen, sondern von Anfang an tatsächlich gleich bei 1000 Mikrosiemens, denn es sind Starkzehrer. Wenn sie nicht ausreichend Nährstoffe bekommen, bekommen sie schwarze Flecken oder braune Flecken oder Blattspitzen werden braun oder schwarz und das ist tatsächlich so gegeben. So, auch die, ich hole sie gleich mal ran. Doch, das machen wir. Wir hatten ja eine Mango, die hatte so klebrige Ausflüsse und hast du nicht gesehen. Auch das reguliert sich tatsächlich jetzt, bedingt dadurch, dass wir jetzt weniger Eisen zuführen. Ich gehe fast schon davon aus, dass es auch daran lag tatsächlich. Ne? Denn auch hier die Blätter, die damals herausgewachsen waren, die hatten unheimlich Probleme gehabt. Jetzt hatten wir hier keinen Harz in dem Sinne, Ausfluss bei den Blättern, aber trotz alledem konnte man sehen, dass sie also leiden. Ich zeige es gleich, weil besser ist das. Aber zuerst, bevor wir das machen, machen wir das hier. Das schauen wir uns jetzt mal an. Denn das sind unsere Seemandelbaum-Stecklinge, die wir hier im Wasser bewurzeln. Ich hebe das mal so hoch, dass man das mal sehen kann, wie das jetzt aussieht. Haben sie gut entwickelt, entwickeln sich auch Algen. Ja, ich habe es zu spät abgedeckt. Einfach auch mal wieder, um zu gucken, was passiert denn wenn. Ne? Ist so. Ja, sie sind wunderschön herausgewachsen. Das kräftige Rot kommt durch die andere Beleuchtung, die wir haben. Da habe ich es jetzt drunter weggenommen. Seitdem geht es hier noch wieder besser. Ist das Grün tatsächlich wieder grün und man hat nicht diese Rotausfärbung da drin. Ich ziehe es einmal so hoch, hier, dass man es vielleicht mal sehen kann. Also es ist schon eine coole Sache, dass das also tatsächlich funktioniert. Bei den Algen muss ich mal gucken. Ich lasse jetzt drin. Da sind jetzt auch nicht so viele, dass ich da Angst habe, dass irgendwas passieren sollte. Aber man... Ne? Besser ist es, das Ganze abzudecken, denn auch die Nährstoffe verschwinden hier draus, die Algen verbrauchen die. Aber wie gesagt, ich habe sie jetzt abgedunkelt und von daher wird da jetzt nichts mehr passieren in dem Sinne. Wir sollten sie aber jetzt anfangen zu düngen. Die Wurzeln sind also ausreichend vorhanden und jetzt ist also tatsächlich gegeben, dass wir hier düngen können. Ich muss gleich mal gucken, mal nachmessen, wie das jetzt hier aussieht und dann decke ich das Glas gleich wieder mit dem Hosenbein an. Ich ziehe sie nicht an, nein, ich decke sie damit ab. So, und das ist jetzt unser Schätzchen, wo wir die Stecklinge von abgeschnitten haben. Ist wieder wunderschön ausgetrieben. Hier kann man den Schnitt sehen, den wir gemacht haben, wo wir das Stück abgeschnitten haben und dann halt die Stecklinge daraus gewonnen. Ist jetzt wieder schön am Herauswachsen, noch etwas zögerlich, aber es funktioniert tatsächlich. Also wir können Seemandelbäume durch Stecklinge im Wasser bewurzeln. Ist das jetzt scharf gestellt? Manchmal sehe ich das auch nicht. Ne? Ist so. Also es läuft gut. Also das ist eine richtig coole Sache und dann können wir jetzt auch demnächst beobachten, wie die Pflanzen sich entwickeln. Ich bin am Überlegen, ob wir sie jetzt einpflanzen oder noch nicht. Ne, heute nicht. Heute habe ich nicht so viel Zeit. Ich war wieder einen halben Tag unterwegs. Ja, ist so, ne? Das ist Homeoffice, weiß Bescheid, ne? Wenn du eine Familie hast, ist nicht so einfach, kann ich dir sagen. So, also... Alle, die keine Kinder haben, für die ist das eine coole Sache. Ne? So ist das im Leben, ich sag's dir doch. So, dann, ich weiß auch gar nicht, was wir heute machen. Ich bin jetzt einfach mal angefangen, weißt Bescheid? Wenn man so lange weg war, muss man sich erstmal wieder so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ich muss erstmal hier wieder reinkommen in die ganze Sache. Ist so. So, wir werden jetzt mal kurz nachmessen, was wir hier gegeben haben. Dürfte eigentlich nicht viel drin sein. Ich habe schon mal einen kleinen Schluck reingegeben, das weiß ich noch. Aber wie gesagt, nicht wirklich viel. Von daher, ich ziehe mal ganz raus, das ist ein bisschen einfacher hier. So, was haben wir jetzt hier drin? Lol. Ja, du kannst jetzt so nicht sehen. 9 Mikrosiemens haben wir hier drin. Warum so wenig? Ja, weil die Algen die Nährstoffe, die hier drin sind, verbrauchen. Wir haben ja im Osmosewasser 30 Mikrosiemens circa drin. Ne? Weiß Bescheid, so ist er. Da klauen tatsächlich... pass mal auf, ich dünge jetzt sofort. Pass mal auf, das machen wir jetzt einfach mal Pi mal Daumen. Wenn es nicht klappt, gieße ich das Wasser gleich weg und dann weiß Bescheid. So. Immer ein, ne, kommt erstmal 2 Tropfen rein, würde ich sagen. Nicht zu viel auf einmal, aber auch nicht zu wenig. So ein bisschen sollen sie schon haben, ne? Ja, so ist das mit den Algen. Die klauen die Nährstoffe, glaubst du nicht, ne? Ist aber so. Pass mal auf, jetzt muss ich den Hold wieder ausmachen. Und dann tauchen wir den nochmal rein und messen mal nach. Wir liegen hier bei den Seemandelbäumen bei 500 Mikrosiemens, wir haben jetzt 129 drin. Damit werden die kontinuierlich gegossen in dem Sinne, ne? So, 1, 2 so, und ein kleines bisschen. Da haben wir jetzt 4,5 Tropfen drin. Ja, das sollte jetzt erstmal ausreichen, wollen wir nicht übertreiben, ne? Lassen wir das, die Pflanzen, also die Wurzeln sich erstmal dran gewöhnen an die ganze Sache hier. Sollte man vielleicht dann doch besser machen, bevor man zu viel auf einmal düngt. Ich meine, sie sind ja grün, von daher ist das soweit okay, gut. Wir sind ja bei fast 300. Das lasse ich jetzt erstmal so und die Tage werde ich das dann auf 500 nochmal erhöhen. Aber jetzt lassen wir sie erstmal ein bisschen weiter wachsen hier, ne? Würde ich sagen. Wir hatten die Wurzeln ja schon mal zurückgeschnitten. Und da war es interessanterweise so gewesen, dass sie ganz lange Zeit keine Wurzel nachgeschossen haben. Und da ging es ganz plötzlich wieder los, aber richtig rasant. Also wenn man hier einen Wurzelschnitt macht, dann brauchen die sehr lange, um sich zu regenerieren, dass sie neu wachsen. Das sollte man vielleicht berücksichtigen, wenn man eine Pflanze herausnimmt, einen Wurzelschnitt macht, dass man dann ganz behutsam mit den Pflanzen umgeht. Ne? Denn sie brauchen eine Zeit lang, um neue Wurzeln auszubilden, um wieder Wasser aufnehmen zu können. Das muss man berücksichtigen. Dementsprechend auch natürlicherweise dann das Blattwerk reduzieren, damit die Verdunstungsfläche verringert wird, damit die Pflanze nicht vertrocknet, weil sie kein Wasser mehr nachziehen kann. Das ist also ganz wichtig beim Seemandelbaum. Das können wir so auf jeden Fall heute schon mal mitnehmen. So, pass mal auf. Ich zeige euch gleich den großen auch noch. Ne? Weil wir haben ja, wie gesagt, hier einmal diese Variante und dann haben wir ja noch einen im neuen Zimmer stehen. Und jetzt kommen wir zu dem Just for Fun Projekt Ficus. Nee, der nicht. Ficus Elastica into the Water. Wasserkultur. Den haben wir schon ganz lange hier drin. Also wirklich sehr, 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 sehr lange. Am 12.12.2018 haben wir das gemacht. Das Schätzchen steht bei 2 Jahren drin. Gut, ist nicht viel gewachsen. Liegt ganz einfach aber daran, weil ich damals nichts mit gemacht habe. Ich habe ihn bewurzeln lassen und dann habe ich ihn hier reingestellt. Oder er stand hier schon drin in dem Sinne. Ja, er stand schon drin, richtig. Und dann habe ich auch nie gedüngt. Ne? Und irgendwann habe ich damit angefangen. Anfangs stand das Glas auch offen und es war alles voll Algen gewesen hier drin. Das funktioniert natürlich nicht, ganz klarer Fall. Ne? Dann haben wir das abgedeckt, das Glas, und dann dementsprechend aufgedüngt. Und ja, seitdem entwickelt sich alles richtig gut. So, jetzt möchte ich aber auch wissen, was hier Sache ist. Schätzungsweise. Ich schätze mal, wir müssten hier bei 500 liegen. Ich habe schon mal 1000 reingegossen und dann zwischendurch mal 500. Dann können wir auch mal die Wurzeln so ein bisschen anschauen. Ist schon schön, dass das so geil, so schön funktioniert. Oh, ich sag's dir doch, das Leben ist gerade nicht so einfach für uns alle. Ich weiß es, aber weißt du was, ey? Ich versuche hier so ein bisschen Normalität reinzubringen. Etwas über 600. Ist also okay, das können wir so lassen, ne? Das lassen wir so. Das funktioniert so richtig. Also das ist... Ne? Ein Gummibaum im Wasser. Wer hätte das gedacht, dass sowas funktioniert? Meine Blätter sehen richtig gut aus. Auch hier müssen wir aufpassen mit dem Eisen. Also zu viel Eisen mögen die auch nicht. Dann kriegen die gleich, hier kann man es jetzt nicht sehen, er hatte es gehabt. Er hatte ein rötliches Blatt ausgebildet, auch ein bisschen fleckig, als es herauswuchs. Deswegen ist es jetzt auch nicht so groß gewachsen, er hatte Schwierigkeiten. Ne? Habe ich Wasser weggegossen und dann dementsprechend das wieder normal gehandhabt. Dann eben, wie gesagt, nur mit einem Tropfen von dem Eisendünger dabei. Und dann läuft das richtig gut. Ne? Also am Eisen, da muss man aufpassen. Ne? Ein bisschen ist gut, ein bisschen zu viel ist gar nicht gut. Ja, das sind so Sachen, die muss man wissen. Wirklich wissen. Ne? So, das haben wir ja gelernt. Das ist schon mal ganz schön. So, womit machen wir jetzt weiter? Moment. Da ist er schon wieder im neuen Zimmer heute. So, pass mal auf. Wir haben hier so viele schöne Sachen stehen. Aber ich zeige euch jetzt als... Sagt er schon wieder aber. Also manchmal. Nicht aber. Ne, denn was aber vorher kannst du in eine Tonne kippen. Also aber, das Wort sollte man nicht zu oft verwenden. Also manchmal hat man so Sachen im Kopf, das kommt einfach, da kannst du nichts machen. Ist so, eine Gewohnheitssache auch irgendwo. Ne? Man gewöhnt sich ja ständig neue Sachen an. Da ist er, unser Seemandelbaum. Tja, wunderbar gewachsen, circa 1 Jahr alt, richtig kräftig. Das ist der Wahnsinn, ne? Das ist also wirklich der Hammer. Ja, wir hatten ihn gemeinsam umgetopft vor kurzem, natürlicherweise ohne Wurzelrückschnitt, ganz klarer Fall. Und es hat ihm nichts ausgemacht, im Gegenteil, er hat mittlerweile schon 2 neue Blättchen ausgebildet, die sehen richtig schön aus. Also ist schon cool, dass man sie tatsächlich als Zimmerpflanze halten kann. Aber sie brauchen Wärme, Erstens, das ist ganz wichtig, wir brauchen Wärme. Also eine normale Zimmertemperatur reicht aus, um die 20 Grad. Ne? Aber kühle Temperaturen vertragen sie nicht. Ich habe nämlich einen draußen stehen, das sieht so aus, als wenn er schon tot ist. Ist er voraussichtlich noch nicht. Aber, ne? Es ist also tatsächlich, wir hatten jetzt um die 5 Grad nachts mal gehabt, also plus gerade noch. Ne? Und trotzdem leidet der Baum, richtig. Aber das ist gut, dass ich das auch mitnehmen konnte. Es sind also wärmeliebende Pflanzen, ganz wichtig. Nährstoffbedarf ist relativ gering, bei 500 Mikrosiemens, wie gesagt. Ne? Das ist eine richtig coole Sache. Und Licht brauchen sie natürlich. Ne? Also normales Licht von draußen reicht jetzt nicht mehr aus. Die Tage sind zu kurz und es ist dunkel draußen. Wir leben jetzt gerade in Dunkeldeutschland, ne? Und das ist nicht so gut. Und wenn man dann auch noch Depressionen kriegt, dann ist das gar nicht mehr gut. Ne? Weißt Bescheid, immer schön locker bleiben. Ich belustige dich schon, damit du keine Depression kriegst. Pass mal auf. Dann schauen wir uns das Schätzchen auch mal an. Das ist meine erste Avocado. Oh, da bin ich so froh darüber, dass es endlich mal geklappt hat. Die wirklich wächst, ohne rumzuzicken. Ne? In keinster Weise. Ich kippe das mal vorsichtig, ohne dass mir das Substrat hier rausrieselt. Wunderschön. Machen wir so, 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 so ungefähr. Ne? Wunderschönes Grün. Noch nicht einmal gedüngt. Tatsächlich. Immer noch in diesem kleinen Töpfchen. Wir erinnern uns, deswegen haben wir diesen Bogen hier drin in dem Stamm. Wir haben damals das gleiche Töpfchen draufgestellt, um ihn keimen zu lassen. Und dann habe ich ihn spaßeshalber einfach drauf gelassen, damit er da im Topf so ein bisschen Bewegung bekommt, der Stamm. Und das hat genial funktioniert. Richtig coole Sache, muss ich sagen. Das ist eine richtig mega Sache. Ich werde auch noch mal ein paar, ne, ein paar nicht. Ja, ich mache mal nur eins ist besser, ne? So ein paar, aber ich habe alles so voll stehen hier. Aber ich werde noch mal einen Avocadosamen besorgen, beziehungsweise ein Avocado in dem Sinne. Bei uns ist keine Avocado, sonst hätte man ja ständig neue Samen. Ne? Aber so ist ja im Leben. Der eine ist dies, der andere das. So, also schön, dass das auch mit der Avocado so wunderschön funktioniert. So, das wollte ich jetzt hier kurz gezeigt haben. Es gibt noch viele andere Sachen hier zu zeigen, aber alles kann ich jetzt nicht auf einmal zeigen. Wo machen wir jetzt weiter? Ach du meine Güte, die Sabrina. Ach, Herr Meister, das ist doch wohl nicht wahr. Moment, kriege ich das jetzt so noch hin? Ich mal ein bisschen runter, guck mal. Ja, die Monstera. Die bekommt übrigens schon wieder ein neues Blatt. Ich zeige das gleich auch nochmal ganz kurz. Oh, das ist schon schön, ne? Man weiß, was Pflanzen brauchen und so, dann guckt man nochmal hier, wo ist sie denn? Da steht sie. Kriegen wir die so dran? Pass mal auf. Ich zoome mal ganz kurz. Die hatten wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit umgetopft. Kann man es sehen? Da kommt ein neues Blättchen raus. Ich zeig das mal mit der Hand. Guck mal auf, ich drehe das mal ein bisschen. Da, hier vorne, siehst du das? Hier kommt die Spitze rausgewachsen. Die ist also tatsächlich ein neues Blättchen hier schon wieder im Anmarsch. Ah, das ist natürlich auch mal schön, ne? Vor allem, dass das jetzt ständig wächst, ein Blatt vergeht jetzt hier. Das wird bald, na, halt abgehen in dem Sinne, ne? Aber auch das sind Starkzehrer. Die liegen auch bei 1000 Mikrosiemens. Ja, wie kommen wir denn jetzt dahin? Moment, ich würde sagen, ich versuche es mal so. Ah, die ist schon schön geworden, ne? Wir hatten ja ein kleines Problem gehabt, hier so ein Fleck drauf damals, aber das hat sich reguliert. Ach so, reguliert, das war auch Gutation. Kommen wir nochmal ganz kurz zu, ich werde es jetzt nicht komplett erklären, aber sagen, was Fakt ist hier. Wir haben heute ganz, ganz heftig Gutation hier bei uns. Liegt daran, weil die Temperatur gestiegen ist im Raum, bedingt dadurch, weil es draußen wärmer geworden ist. Und wir haben draußen eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Und das spiegelt sich im Haus tatsächlich auch wieder. Hier haben wir also auch mehr Luftfeuchtigkeit. Ich habe jetzt heute Morgen 70% im Arbeitsraum gehabt. Das habe ich jetzt lange Zeit schon nicht mehr gehabt. Und da haben die Pflanzen sofort drauf reagiert. Komplett, fast. Also das war heute Morgen hier sämtliche Blätter. Ich will jetzt nicht sagen pitschenass, aber es war schon so, ne? Überglänzte es. Also da kann man schon sehen, dass das dann tatsächlich daran liegt. Ne? Temperatur erhöht und erhöhte Luftfeuchtigkeit. Und dann drücken die Pflanzen das Wasser raus aus den Blättern. Ja, weil sie selber das gar nicht verdampfen können in dem Sinne. So, jetzt gucken wir das aber doch mal ein bisschen näher an. Warte mal. Moment. Ich habe die Beleuchtung mal angemacht, sonst ist das hier vorne zu dunkel. Gut, da ist jetzt, ich habe es anders eingestellt, deswegen ist das Blau jetzt kräftiger. Ne? Ansonsten wirkt das so orange alles. Kann man also ein bisschen einstellen bei der Kamera. Ist nie so schwierig. So, dann schauen wir uns die Banane noch mal kurz an. Das ist das neue Blatt, was jetzt rausgewachsen ist. Wie gesagt, das war pitschenass heute Morgen. Ja, das heißt heute Morgen, wir haben fast Mittag. Hier kann man jetzt noch sehen, diese ganzen Ränder hier. Ne? Das war also richtig nass. Richtig nass. Das war echt heavy. Also wie die Pflanzen so drauf reagieren. Ne? Erhöhte Temperatur, erhöhte Luftfeuchtigkeit. Und dann drücken die das Wasser einfach aus den Blättern raus. So, der Seemandelbaum kommt gleich wieder woanders hin. Der kommt da vorne gleich wieder hin. Und dann schauen wir uns jetzt, ach guck mal, wie schön das Blatt rauskommt jetzt hier. Von unserem Salak. Das ist so herrlich anzusehen. Die Papaya zickt im Moment ein bisschen rum. Ich habe fast das Gefühl, dass sie einen Pilz bekommen hat. Aber naja, wollen wir mal gucken. So, das ist jetzt das Blatt, was so Probleme hatte. Hier war dieser braune Fleck, der ist schon fast komplett verschwunden. Gemacht habe ich eigentlich nicht viel. So sieht das von unten aus, ne? Und das ist alles mehr oder weniger verheilt. Das ist trocken, da ist also nichts dran. Aber hier hatte ich damals eine ganz extreme Gutation gehabt. Schon beim Entrollen damals. Und scheinbar hat ihm das also heftig geschadet, weil das Blatt noch nicht ausgereift war. Es war gerade am Entrollen gewesen. Manchmal ist das so, ne? Da kommt irgendeine Situation unpassend und dann schauen wir mal kurz hier. Siehst du den Zipfel hier? Da kommt tatsächlich schon wieder ein neues Blatt raus. Und ich muss ihn jetzt echt mal langsam stabilisieren. Denn der Teil hier, der hat sich heute Morgen hingelegt. Das wird einfach alles zu schwer, ne? Der hatte nämlich auch ein neues Blatt. Siehst du wohl, das ist hier. Das ist auch noch nass hier unten. Ja, ne? Und wenn die jetzt längere Zeit nass bleiben, dann entstehen solche, ja, Stellen halt, dass es braun wird. Das ist dann ganz normal, ne? Weil das Blatt kann das noch nicht ab, das ist noch nicht ausgereift, das ist so ein bisschen empfindlich. Und dann kann das passieren. Ja, aber wie gesagt, ich muss ja echt mal dran. Mir fehlt echt die Zeit für alles im Moment, ey. Sache dir. So, dann würde ich sagen, haben wir hier soweit erstmal alles durch. Und mit der Avocado, das ist eine coole Sache, ne? Vor allem mit so einem kleinen Töpfchen, ne? Kriegt nur Wasser unten rein, Osmosewasser, sonst gar nicht. Bis heute. Kräftig grün. Der Kern immer noch knackig. So. Läuft, würde ich sagen, ne? Was machen wir mit dir? Müssen wir auch mal langsam weitermachen hier. Hier haben wir die Stecklinge reingemacht zum Bewurzeln. Ne? Die sind mittlerweile schon eine, ja, groß, schon eine eigenständige Pflanze im Prinzip, das Ganze. So, ich würde sagen, ich sammle mich mal kurz. Ich wollte eigentlich nochmal, ach, jetzt weiß ich wieder, was ich zeigen wollte. Ich hoffe mal, dass ich es raufkriege. Hier entrollt sich gerade ein neues Blatt bei dem Philodendron Birkin. Das kann man jetzt so nicht sehen, das ist grün. Ja, das ist fast ganz grün jetzt. Das war das volle, es ist auch nass hier, siehst du das? Das ist also echt extrem. Das war das vorletzte Blatt so. Das waren die Blätter, so wie ich sie gekauft hatte. Das ist dann so herausgewachsen, weil ich davon ausgegangen, oder ich gehe davon aus, dass sie zu wenig Licht bekommen hat, deswegen steht sie jetzt hier. Jetzt kommt dieses Blatt, ist jetzt auch nicht mehr weiß in dem Sinne, sondern auch eher grün. Wir haben aber einen Trieb, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt drauf hier. Der schiebt auch ein neues Blatt. Ja, nee, kann man noch nicht sehen. Nee, das kann man noch nicht richtig sehen, das dauert noch ein bisschen. Der muss, ach doch, hier ist er, ach, da, drunter, da, guck mal. Der kommt weiß heraus jetzt. Siehst du das? Hä? Das ist schon interessant zu beobachten, wie diese Pflanze so auf das Licht reagiert. Ja, und mal gucken, wenn er ein bisschen größer ist, dann können wir ein bisschen mehr dazu sagen, ne? Aber insgesamt geht es auch dem richtig gut hier. Hier kann ich mich doch ein bisschen mehr entspannen. Ganz kurz nochmal zu dem anderen Zimmer. Es ist jetzt so gegeben, dass wir dort einen Ventilator haben. Den lasse ich tagsüber laufen, nachts mache ich ihn aus. Besser wäre das, wenn man es im Intervall laufen lassen würde, ne? Stunde laufen lassen, Stunde aus, Stunde laufen lassen, Stunde aus oder wie auch immer. Denn, wie gesagt, wir waren einen halben Tag unterwegs und ja, dementsprechend war der Lüfter auch erst viel später an. Und von daher ist es besser, wenn man solch eine Gutation hat, wenn Luftbewegung ist, dann verdunstet das Wasser tatsächlich durch die Luftbewegung, ne? Und dann passiert es eben nicht, dass das Wasser so extrem auf den Blättern haften bleibt mit den Zusatzstoffen, die da drin sind. Das ist ja nicht nur Wasser, ne, sondern das sind auch Nährsalze im Prinzip, die mit ausgeschieden werden und andere Inhaltsstoffe gegebenenfalls, die dann auf dem Blatt liegen. Und wenn das ein ganz junges Blatt ist, was nicht ausgereift ist, so wie auch bei der Mango jetzt beispielsweise, ne, dann leiden diese Blätter. Ganz klarer Fall, dann gehen die Zellen auch kaputt. Das habe ich auch bei einer Calathea. Die hat so extrem Gutation jetzt über Nacht gehabt, dass die ganzen Zellen kaputt gegangen sind. Ja, ich zeige es jetzt nicht, ich zeige es ein andermal. Nur ich wollte es mal kurz erwähnt haben, ne? Umso kräftiger die Gutation ist, dementsprechend leiden die Blätter tatsächlich. Auch die alten Blätter bei der Calathea jetzt, ne? Also sieht interessant aus, wenn du das umdrehst und von unten guckst, ne, siehst du wirklich, wie so komplette Zellbereiche wie geplatzt sind, ne? Sind kaputt, einfach kaputt gegangen. So ist das, wenn plötzlich das Klima sich schlagartig verändert. Schlagartige Veränderungen haben wir hier mit dem Licht. Das ist ja nicht sehr lange an, so um fast 5 Stunden ungefähr. Und es zeigt sich aber tatsächlich, dass das den Pflanzen richtig gut tut. Das werde ich auch bei gegebener Zeit sagen, weil heute, wie gesagt, möchte ich mich ein bisschen kurz fassen, damit ich schnell fertig werde. Ich habe nämlich noch andere Sachen zu tun. Und die muss ich heute abarbeiten, ob ich will oder nicht, damit ich hier irgendwie weiterkomme. So, warum sind wir denn jetzt hingekommen? Da bin ich schon wieder weg. Was war denn noch? Ach so, die Mango. Moment. Da ist sie, die Mango, die so extrem gelitten hat, ist mittlerweile auch wieder am Wachsen, wunderschön. Auch hier bei 1000 Mikrosiemens, wie gesagt, jetzt mit weniger Eisen. Und dieser Harzaustritt im Prinzip aus den Blättern ist weg, ist verschwunden. So, ich hatte damals das Gefühl, vielleicht hätte sie Spinnmilben. Deswegen habe ich dann halt die Raubmilben hier reingehangen. Und da hat sie was ganz Interessantes gezeigt. Ich werde es wahrscheinlich nicht so zeigen können, aber ich erkläre es gleich mal ganz kurz, was hier so passiert ist jetzt in den paar Tagen, seitdem wir das hier gemacht haben. Das ist nämlich wirklich sehr interessant. Vielleicht kann man es hier schon so ein bisschen erkennen. Siehst du diese ganzen Punkte auf den Blättern? Aber ich ziehe es mal ein bisschen anders ran hier. Den Raubmilben geht es hier richtig gut. Das ist der Hammer. Hier sieht man sie rennen. Da hier, ne? Da kann man sie rennen sehen. Also die sind so aktiv hier, das ist echt der Wahnsinn. Und das ist mega interessant anzusehen. Pass mal auf. Guck dir das mal an. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ja, was weiß ich nicht. Inwieweit das Ganze jetzt hier so passiert ist. Ich gehe davon aus. Wie gesagt, wir hatten hier diesen Harzaustritt, ne? Dass die Tiere sich von dem Harz ernähren, den fressen tatsächlich, denn der ist verschwunden, der Harz. Das Harz, ne? Ja, und hier haben wir jetzt diese ganzen Punkte drauf. Also sind das jetzt alles Abgestorbene oder sind die hier einfach kleben geblieben oder wie auch immer? Ich weiß es nicht. Das ist also trocken jetzt alles. Ja, also ich habe fast das Gefühl, dass die da dran kleben geblieben sind oder wie auch immer. Oder häuten die sich vielleicht auch. Weil es jetzt auch gerade hier bei der Tüte, wo die ist, ne? Wo die also hier herauskrabbeln, dass das hier so heavy ist. Ne? So viele kleine Punkte nebeneinander. Aber ich werde mal kurz, oh, ich kriege den so nicht, ich mache eine andere Aufnahme und dann mache ich mal eine Zeitraffer-Einstellung und mal gucken, ob sich da etwas bewegt. Ich gehe nicht davon aus, ich gehe davon aus, dass das alles trocken ist in dem Sinne. Auf jeden Fall interessante Sache. Nein, das ist keine Zeitrafferaufnahme. Das ist der Hammer. Kannst du sehen, ne? Sie leben. Ja. Das wäre natürlich eine coole Sache, wenn man tatsächlich die Mangos dazu bringt, Harz auszusondern und dann die Raubmilben damit ernähren kann, füttern kann im Prinzip. Ne? Dann könnte es nämlich rein theoretisch so eine Mango dazu bringen, Harz auszubilden und stellt sie zwischen andere Pflanzen, dann dementsprechend mit den Raubmilben. Da können sich die Raubmilben dann lustig vermehren und dementsprechend zu den anderen Pflanzen übergehen. Das wäre eine coole Sache, das mal experimentell auszuprobieren. Ne? Also ich kriege es jetzt noch nicht näher dran. Das ist schon mal eine coole Sache. Ich werde doch mal eine Aufnahme machen, Moment. Da bin ich doch jetzt sehr überrascht, was wir da jetzt ja sehen. Das ist sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Inwieweit das Ganze jetzt zusammenspielt oder was wie zu bedeuten hat, kann ich jetzt noch nicht sagen. Da muss ich mir auch erst Gedanken drüber machen, ehrlicherweise. Weil das habe ich so noch nicht gesehen. Wie gesagt, also das Harz ist verschwunden im Prinzip. Das ist weg. Das haben die tatsächlich aufgemampft. Und was da jetzt passiert, was die Tiere da machen, kann ich noch nicht beurteilen. Also augenscheinlich sieht es so aus, als wenn sie sich tatsächlich häuten. Oder betreiben die sogar Brutpflege oder keine Ahnung. Das sehe ich, wie gesagt, jetzt zum allerersten Mal. Was ich jetzt machen werde, ich habe hier noch eine Mango. Die hatte auch rumgezickt, bedingt durch zu viel Eisen. Das sind auch dann die Blatttriebe, die neu herausgewachsen sind, sofort abgestorben. Dann, nachdem ich das dann wieder returned habe, hat sich Neuaustrieb gebildet und der ist tatsächlich schon ausgereift. Ist noch nicht ganz so groß wie die alten Blätter, aber das hat sich dann in dem Sinne auch schon wieder reguliert. So, hier habe ich jetzt keine Raubmilben drauf und nichts dergleichen, gar nichts. Die werde ich jetzt nebeneinander stellen und mal gucken, ob die Tierchen dann zu der Pflanze übergehen und gegebenenfalls dann vielleicht hier sich auch etablieren, ohne diesen Harzaustritt im Prinzip, ohne dass da irgendwas passieren muss. Ich mal gucken, wie ich das jetzt hinbekomme. Ich lege mal ein Blatt hier so drüber, dass da richtig Kontakt gegeben ist. Ne? Und dann beobachten wir mal demnächst, was hier passieren wird. Also ist eine richtig coole Sache. Sollten die jetzt nicht auf die Mango übergehen und sich dort etablieren, dann müssen wir halt mal gucken, dass wir gezielt Mangos zum Harzausfluss anregen und dann sie dort sich vermehren lassen. Ne? Man kann ja auch Pflanzen dann für solche Zwecke heranziehen im Prinzip, auch wenn sie dann leiden. Das spielt ja nicht so die große Rolle, wenn wir dadurch tatsächlich gezielt unsere Raubmilben füttern und vermehren können. Das ist eine richtig coole Sache. Und experimentell, ganz klarer Fall, solche Pflanzen, die geimpft sind dann mit diesen Raubmilben, kann man rein theoretisch zwischen Pflanzen stellen, die dann Spinnmilben, Tripse oder was auch immer haben. Und dann können sie sich dort etablieren, ernähren und tatsächlich ihr Gutes tun. Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ja, das müssen wir jetzt einfach so mitnehmen. So, da gibt es noch was Interessantes bei der Maracuja hier. Kann man jetzt vielleicht noch nicht sehen, aber hier vorne kommt ein Neuaustrieb, oder zwei im Prinzip auch. Also der geht es richtig gut nach dem Umtopfen jetzt. Das hat genial funktioniert. Das ist auch eine richtig coole Sache. Ich sage, manchmal erlebt man Sachen, ja, was heißt manchmal? Wir erleben ja ständig Sachen hier, aber dann, ja, wie soll man es sagen, dass man sieht, was passiert denn, wenn man irgendwas macht. Also ich stand in einem ganz kleinen Topf und hat rumgezickt und wuchs nicht mehr wirklich. Dann haben wir so umgetopft und ja, 1, 2, 3 geht es wieder richtig los mit der Maracuja. So, ich glaube, jetzt haben wir alles für heute, weil ich bin so durcheinander jetzt. Ich habe so ganz viele Sachen im Kopf und das geht euch mit Sicherheit jetzt auch so. Ja. Alles wird mal wieder chaotisch werden, so wie es aussieht. Ich hoffe nicht, aber wir müssen uns einfach zusammenreißen, zusammennehmen und nach Möglichkeit, wenn es irgend geht, zu Hause bleiben und nicht in der Gegend rumrasen. Ne? Nicht hier Feierchen, da Feierchen und den Treffen und tralala und lalala, sondern wirklich nach Möglichkeit zu Hause bleiben und schon gar nicht in Urlaub fahren. So schön wie Urlaub ist, ich gönne es jedem, wirklich, ich gönne es jedem. Aber wir tun uns nichts Gutes damit, wenn wir 2 schöne Wochen haben oder so. Und anschließend haben wir hier die Riesenkatastrophe. Ja, es ist noch nicht vorbei. Nein, nein, das ja, ist so, wie es ist. Und das schwirrt mit Sicherheit jetzt jedem im Kopf herum. Das ja, nimmt einen auch mit. Ne? Da kannst du nicht nur auch Depressionen von kriegen, da kannst du ganz schlimmere Sachen von kriegen durch die ganze Gegebenheit, was alles mit so zusammenhängt. Es ist schon, ja, nicht einfach. Aber wir müssen da durch. Wir können uns nicht davor verstecken oder sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, das ist ja gar nur, geht schon wieder weg. Nee, nee, das geht nicht einfach so wieder weg. Wir müssen uns wirklich zusammenreißen und unser Leben darauf einstellen. Das ist nun mal so gegeben. Wir können nicht davor wegrennen, denn die ganze Welt ist betroffen. Kannst nicht auswandern, geht auch nicht, ne? Flüchten kannst du davor nicht. Wir müssen gucken, dass wir einen Weg finden, wie wir uns wirklich verhalten müssen. Das ist ganz wichtig. Da müssen wir uns einfach ändern. Das ist nun mal so. Ne? Wir sind Gewohnheitstiere, wir haben Gewohnheiten, die wir nicht ablegen möchten, weil wir das schon immer so gewohnt sind. Und ne, da halten wir dran fest. Und nein, das, wir müssen jetzt leider unsere Gewohnheiten mal ablegen, umdenken und tatsächlich ja, ein neues Gedankensystem und Prinzip injizieren, ne? Damit wir also wirklich in Ruhe leben können und nicht ja, von einer Katastrophe zur nächsten rutschen. Das ist nämlich nicht so schön. Ich wollte es mal ganz kurz erwähnt haben, weil das schwirrt mir nämlich jetzt auch im Kopf rum. Das nimmt dann nämlich tatsächlich ganz schön mit. Und irgendwann kannst du auch keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ne? Und wenn du dann noch Homeoffice machen sollst zu Hause und dann noch mit Kindern und Familie und hast du nicht gesehen und dann noch viele Probleme da sind und so, das ist, nee, das Leben ist nicht einfacher geworden im Moment. Ne? Deswegen, wie gesagt, lieber zurückhalten. Ne? Man muss nicht alles haben. Es muss gar nicht sein. Früher sind die Menschen auch in, ich sag's mal so, in Holzhütten groß geworden. Ne? Also, weiß Bescheid, was ich meine. Denke ich. Ich weiß, jeder hat seine Ansicht darüber, seine Sichtweise im Prinzip. Soll auch jedem gerecht sein, so wie er das sieht, ganz klarer Fall. Aber man sollte auch da die vielen Faktoren berücksichtigen. Das ist wie im Pflanzenreich auch. Es gibt einfach ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die uns schaden können, wenn wir nicht richtig handeln. Ja? Okay, yippie-yay.